Herr Dr. Hagenau, Sie sind ja nicht nur ärztlicher Direktor hier an der Sportklinik Hellersen, sondern Sie sind in erster Linie ja auch Chefarzt der Anästhesie. Was bedeutet denn eigentlich Anästhesie genau? Anästhesie, der Begriff Anästhesie kommt aus dem Griechischen, bedeutet eigentlich Gefühllosigkeit, ja, Gefühllosigkeit, Narkose, also Narkose, Arzt oder Anästhesist sind ja Synonyme. Narkose bedeutet Starrheit. Also der Anästhesist ist übersetzt ein starrköpfiger, gefühlloser Mensch. Nein, ist Quatsch. Also er sorgt dafür, dass der Patient ohne unangenehme Gefühle und Empfindungen durch eine Operation begleitet wird. Und was sind die typischen Aufgaben eines Anästhesisten? Die fangen schon deutlich vor einer Operation an. Das heißt, wenn der Operateur die Indikation zu einer Operation stellt, wird auch der Patient beim Anästhesisten vorgestellt. Wir untersuchen den Patienten. Wir versuchen rauszukriegen, ob es in der Vergangenheit schon mal Probleme bei Narkosen oder bei anderen Operationen gegeben hat. Möglicherweise müssen von dem Patienten noch zusätzliche Untersuchungen beigebracht werden oder Untersuchungsbefunde, die externe Ärzte schon geleistet haben. Wir klären dann gemeinsam mit dem Patienten, welches Narkoseverfahren am besten für ihn in Frage kommt, nehmen. Das ist eine eigentlich unserer Hauptaufgaben, den Patienten, die alle so ein bisschen Schiss haben heutzutage oder früher war es wahrscheinlich noch viel mehr, nehmen diese Ängste oder versuchen diese Ängste zu nehmen, die ja sehr mannigfaltig sind. Also Patienten haben Angst, dass sie wach werden in der Narkose, dass sie nicht mehr wach werden nach der Narkose, dass es ihnen ganz schlecht geht nach Narkosen. Manche Patienten haben überhaupt Angst davor, dass sie ihre Kontrolle über sich selber verlieren oder abgeben müssen. Kinder haben Angst vor den Nadeln, die sie am Anfang von der Narkose gelegt bekommen und haben natürlich Angst davor, sich von der Mutter trennen lassen zu müssen. Es gibt unspezifische Ängste. Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass fast jeder Patient, der sich operieren lässt, auch im Vorfeld Angst mitbringt. Es gibt welche, die sagen, nö, sind die Ruhe selbst. Die lügen meiner Meinung nach. Also gibt es eigentlich nicht. Hat jeder Schiss, ist auch nachvollziehbar. Und genau diese Angst sollen wir nehmen, das ist das Optimale. Besprechen dann also auch ein Narkoseverfahren, was für den Patienten am besten geeignet ist. Leute, die sehr ängstlich sind, die hier schon mit feucht-kalten Fingern ins Zimmer kommen, denen empfehle ich in der Regel zum Beispiel keine rückenmarksnahe Regionalanästhesie, weil die da während der Operation wach wären. Und die möchten am liebsten schon oben auf dem Zimmer im Bett einschlafen, nach der Narkose oben auf dem Zimmer erst wieder wach werden und von diesem ganzen Driss zwischendurch überhaupt nichts mitkriegen. Ja. Und angenommen, ich bräuchte jetzt zum Beispiel ein neues Kniegelenk und ich würde mich hier in Hellersen operieren lassen. Gut, machen wir ja relativ häufig hier. Das wäre ja schon mal praktisch. Das wäre sehr praktisch. Wie würde das denn typischerweise dann im Bereich der Anästhesie ablaufen? Ja, Sie würden also zu mir kommen. Dann würde ich gucken, was für Grunderkrankungen, was für Vorerkrankungen bringen Sie mit? Haben Sie welche? Haben Sie welche? Haben Sie Ängste, die wir hier im Vorfeld schon nehmen können? Gibt es möglicherweise bei den Blutuntersuchungen auffällige Befunde, Gerinnungsprobleme, dass die Blutgerinnung nicht funktioniert? Denn das sind Operationen, bei denen regelhaft relativ viel Blut verloren wird. Wir haben hier bei uns im Hause den Vorteil, dass wir durch die hohe Spezialisierung auch bestimmte Verfahren anbieten, die man in anderen Häusern eher weniger macht. Also gerade bei den in der Prothetik, in der Endoprothetik machen wir schon seit vielen Jahren standardmäßig eine sogenannte maschinelle Autotransfusion. Was ist das? Das heißt, das Blut, was während der Operation verloren geht, wird gesammelt, wird nach der Operation quasi ähnlich einem Dialyseverfahren wieder aufgearbeitet und wird dann den Patienten zurückgegeben. Heißt für den Patienten, dass er in der Regel drumherum kommt, eine Fremdblutkonserve zu brauchen. Das ist ein großer Vorteil, also wenn man Infektionsrisiken, aber auch Unverträglichkeitsrisiken durch Fremdblutkonserven berechnet, dann sind wir damit eigentlich schon auf dem Wege zum Goldstandard, beziehungsweise haben den Goldstandard damit schon erreicht. Bei der Knieprothese, was überdies ein relativ schmerzhafter Eingriff ist. Große Gelenkflächen sind betroffen und das tut weh. Da kann man natürlich alle möglichen Schmerztherapien anbieten. Hat sich gezeigt in den letzten Jahren, dass es von großem Vorteil für die Patienten ist, wenn man da eine Kombination mit einem Regionalanästhesieverfahren macht, einen peripheren Nervenkatheter, das heißt ein sogenannter Nervus femoralis Block. Das machen wir
vor der Operation in der Regel, aber im Operationstrakt. Das heißt, da wird unter Ultraschallkontrolle wird ein Nädelchen in die Nähe des Nerven gebracht. Wenn wir diesen Nerven gefunden haben, kommt durch diese hohle Nadel, ganz dünne Nadel, kommt ein ganz dünnes Schläuchlein. Der wird da mit dem Pflaster befestigt und da werden in der Regel über 5 Tage kommen kontinuierlich Schmerzmittel in das Bein, sodass die Schmerztherapie für das Knie in der Regel ausreichend ist und der Patient dabei aber ja, relativ guter Dinge ist und nicht durch zum Beispiel Morphinderivate, also starke Schmerzmittel, in seinem Gesamtempfinden gestört ist. Das ist also der zweite Vorteil. Ah ja, okay, das klingt toll. Ja, also wir machen das gerade bei den Knieprothesen mittlerweile gerne. Ja, ich würde mal sagen, 99% nehmen die Vollnarkose, also die allgemeine Anästhesie in Kombination mit diesem Schmerzkatheterverfahren. Es gibt wenig Patienten, die, also Schmerzen sind sehr subjektiv, manche Patienten schreien um ihr Leben, wenn man denen nur den Blutdruck misst. Den anderen können sie quasi das Bein amputieren und sagen, es kitzelt ein bisschen. Die meisten liegen halt dazwischen, also geht halt jedem so. Aber die Erfahrung, wir machen das jetzt mit dem ultraschallgesteuerten Schmerzkatheter, machen wir jetzt ca. 8 Jahre, 5 Jahre nahezu standardmäßig in der Knieendoprothetik. Und kann man sagen, das hat sich sehr bewährt. Also Patienten sind hinterher schneller mobilisierbar, profitieren da sehr von. Ist das denn nur in der Endoprothetik einsetzbar oder auch in den anderen? Also die Endoprothetik ist das Paradebeispiel dafür, weil es ein sehr schmerzhafter Eingriff sonst ist, also die Knieprothetik. Gibt aber auch andere Verfahren, zum Beispiel am Hals, so, sogenannter interskalinärer Block, den machen wir auch relativ häufig. Also sicherlich auch dreistellig im Jahr. Mittlerweile sind wir insgesamt bei diesen Schmerzkathetern bei 600 Stück pro Jahr. Das ist schon eine Menge. Das heißt, bei schmerzhaften Eingriffen im Bereich der Schulter, insbesondere bei denen, wo die Schulter kurzfristig nach der Operation gleich durchbewegt werden soll, da hilft auch so ein Schmerzkatheter enorm. Also machen wir auch regelmäßig. Nicht bei jeder Schulteroperation, bietet sich nicht für alles an, aber ausgewählte Operationen machen wir das auch. Auch da mit Ultraschall, sodass man diese vielen Strukturen, die gerade am Hals verlaufen, auch auseinanderhält und da die richtigen Nerven blockiert. Also früher hatte man eine höhere Versagerquote dabei, die lag zwischen 5% und 10%, die ist heute bei uns vielleicht bei 1% noch. Das ist schon eine super gute Quote. Ja, das klingt toll. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Hagener. Sehr gerne.